Liebe Leute, wir sind hier wieder am Wellenstadthafen und sind bei den Unas-Quests dabei, also bei der Quest. Und zwar hatten wir ja die eine Variante, dass wir hier unten die Kiste holen müssen und die abgeben. Und heute zeige ich euch einfach mal die zweite Variante, die hier oben anfängt. Möchtest du einen Diese Deal Quest müsst ihr schließen? insgesamt, je nachdem welche Variante ihr nehmt, auch nur 7-mal abschließen für die komplette Lootbox, ne? Dass ihr dann halt auch alles bekommt. Und danach nur noch, wenn ihr das möchtet. Also ihr müsst jetzt hier oben die Kisten kontrollieren. Also ich finde, das dauert viel länger als die Kiste zu holen. Und ihr müsst das 3-mal machen. Daher ist es eigentlich fast besser, wenn man hier unten die Kiste holt. Aber ich wollte euch einfach mal die andere Variation zeigen, damit ihr euch selber entscheiden könnt, welche ihr nehmt. Einen haben wir gefunden. Also ihr seht, das dauert viel länger. Viel, viel länger. Ist halt absolut random, wo die drin sind. Also da hätten wir die Quest zum Beispiel, die Variation 1 schon 2-mal abgeschlossen. Deswegen macht das eigentlich keiner hier oben. Man kann es mal machen, damit man es mal gesehen hat, aber ich empfehle euch auch, die Quest da unten zu machen, also hier aufzuheben und abzugeben. Ist halt ein Glücksspiel, ne? Absolutes Glücksspiel ist das hier. Und überlegt mal, wie lange ihr dann da dran seid, wenn es nicht läuft. Jetzt haben wir das zweite gefunden. So, jetzt müssen wir runterfahren und abgeben. Aber ihr seht, es dauert sehr lange, diese Quest. Deswegen, kleiner Tipp, macht Variation 1, kommt ihr schneller voran. Ich bedanke mich für jetzt im nächsten Video, Leute.